We need to be reminded from time to time because human beings we tend to forget so quickly. Und wir Menschen müssen uns immer wieder daran erinnern, weil wir so schnell vergessen. As individuals, as communities or as a nation. Als Individuen oder auch als Gesellschaften oder als Nationen. I've heard many people say, "Oh, I don't celebrate Christmas." Und ich habe viel gehört, dass Leute sagen, ich feiere gar nicht Weihnachten. But I celebrate Christmas because I know what God has done in my life. Aber ich feiere Weihnachten, weil ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat. I know it was for my goodness that God sent His Son Jesus. Und ich weiß, dass es für das Gute für mich war, dass Gott seinen Sohn Jesus geschickt hat. And I know how far God has brought me. Und ich weiß, wie weit Gott mich gebracht hat. We are just, for example, we are celebrating also today the birthday of our son Mac. Zum Beispiel feiern wir heute auch den Geburtstag von Mac. And I have a reminder. Und ich habe eine Erinnerung. A photo of Mac when he was a small boy. Ich habe ein Foto von ihm als ganz kleines Jungen. I remember I was bonding with him and I was playing with him. Und ich erinnere mich, wie ich mit ihm Zeit verbracht habe. When I looked at that photo, I said, "Wow, it's reminding me of God's faithfulness." Und wenn ich auf dieses Foto schaue, dann erinnert mich das auf an Gottes Güte. I also have a photo many years in Kenya when I was a youth minister in my church. Ich habe auch sehr viele Fotos, wie ich damals als Jugendpastor in meiner Gemeinde in Kenia gedient habe. Can you just show me the photo? I remind myself and I show you how far God has brought me. Und ich schaue auf dieses Foto und ich bin daran erinnert, wie weit Gott mich gebracht hat. Can anyone see me there? Kann mich da jemand erkennen? I put it on Facebook and people are laughing at me. Ich habe das auf Facebook gepostet und die Menschen haben darüber gelacht. And I remember somebody say, "Oh, Pastor, your trouser, the one who made your trouser did not spare the cloth for the trouser." Und jemand sagte auch jemand, derjenige, der die Hose gemacht hat, hat nicht an Gewebe gespart. But when I look at this photo, you know, I remind myself those days I was very thin. Und wenn ich darauf schaue, dann weiß ich, dass ich damals sehr sehr dünn war. But when I look back, I'm thankful that God has brought me this far. Aber wenn ich auch zurückschaue, kann ich einfach dankbar sein, dass Gott mich so weit so gebracht hat. So this photo is a remembrance of the Lord's goodness. Also ist auch dieses Bild eine Erinnerung daran, wie gut Gott ist. This week I was checking my Facebook account. Und diese Woche habe ich auf Facebook geschaut. And Facebook reminded us how far we have come. Und Facebook erinnert uns auch als Gemeinde, wie weit wir gekommen sind. And I say, "God, I'm really so thankful for your goodness." Und ich kann einfach nur sagen, Gott, ich bin so dankbar für deine Güte. Today is a special day for us. Heute ist ein besonderer Tag für uns. Because this is the first time we are having our Christmas festival in this place since the renovation. Denn das ist das erste Mal, seitdem wir die Renovierung angefangen haben, dass wir hier wieder die Weihnachtsfeier haben können. This place wasn't beautiful as you can see. Dieser Ort sah nicht so schön aus, wie es jetzt ist. When we started the renovation, this is how this place looked like. Als wir angefangen haben, sah das alles hier so aus. It's beautiful, eh? Das ist schön, oder? It's beautiful, eh? Das ist doch schön, oder? But it reminds us how far we have come. Aber es zeigt uns und erinnert uns, wie weit wir gekommen sind. It's a remembrance of the Lord's goodness. Es ist eine Erinnerung daran, wie gut Gott ist. Now, my point is reminders are very important in life. Was ich damit sagen möchte, es ist gut und wichtig, sich daran zu erinnern. And every time we need to be reminded of the love of God. Und immer wieder müssen wir uns an die Liebe Gottes erinnern. We need to be reminded that God loves you so, so much. Du musst daran erinnert werden, wie sehr Gott dich liebt. In fact, smile to your neighbor and tell your neighbor, God loves you so, so much. Lächel deinen Nachbarn an und sag, Gott liebt dich so, so sehr. He loves you. Gott liebt dich. Du bist geliebt. You are loved. Du bist geliebt. You are so loved. You don't have to earn the love from God. He loves you. Und du musst nicht die Liebe Gottes verdienen. Er liebt dich so. And that one we see in the book of John, chapter 3, verse 16. Und das sehen wir in Johannes Kapitel 3, Vers 16. I'm going to read it from the Passion Translation. Ich werde es aus der Leidenschaftsübersetzung lesen. It says, this translation says, this other translation, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life."
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Now, when you read this verse, you realize that God's nature is giving. Und wir sehen hier in diesem Vers, dass Gottes Natur ist zu geben. He has a natural nature of just giving. Es liegt in seiner Natur, einfach zu geben. And we need to learn from that. Und wir müssen davon lernen. I have good news for you. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Under the Christmas tree, unter dem Weihnachtsbaum, we have gifts. Haben wir Geschenke. Meaning that I pray that every one of you will go out with a gift today. Und ich bete, dass jeder, der hinausgeht heute, mit einem Geschenk auch hinausgeht. Just to remind you that you are loved. Einfach um dich daran zu erinnern, dass du geliebt bist. But from the Passion Translation of the Bible, aber aus dieser Leidenschaftsübersetzung, it says, "For here is the way God loved the world." Steht hier sieht man, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. He gave his only unique son as a gift. Er hat seinen einen einzigartigen Sohn als Geschenk gegeben. So now everyone who believes in him will not perish, but experience everlasting life. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht vergehen, sondern ewiges Leben erleben. I like this translation because it says God gave his only unique son as a gift. Ich mag diese Übersetzung, weil sie sagt, Gott gab seinen einzigen und einzigartigen Sohn als ein Geschenk. God's gift to you is unique. Gottes Geschenk an dich ist einzigartig. Because you are loved. Denn du bist geliebt. Because he won the best out of your life. Und er möchte das Beste aus deinem Leben. You see, man sinned. Man sinned. Der Mensch hat gesündigt. When Adam and Eve sinned. Als Adam und Eva gesündigt haben. But from the beginning after, right after Adam and Eve sinned. Aber genau nachdem dieser Sündenfall passiert ist. The moment they disobeyed God. Diesen Moment, an dem sie Gott nicht gehorchten. God gave an indication. Hat Gott schon einen Hinweis gegeben? That a savior would be coming from the seed of the woman. That is, yeah. Dass der Erretter kommen wird aus dem Samen von dieser Frau. We see Genesis 3:15. Und wir sehen das in 1. Mose 3:15. God speaks and he says, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. You see the plan of God right after man failed. Und wir sehen diesen Plan Gottes genau nachdem die Menschen versagt haben. He revealed the right way. Er hat den richtigen Weg offenbart. He revealed right away that his seed will be the one that will crush the head of the serpent. Er hat es sofort offenbart, dass der Same der Frau den Kopf des Feindes zerstören wird. And we know that this points to Jesus. Und wir wissen, dass das auf Jesus zeigt. You know, for me, these facts from the Bible, they mean so much to me. Für mich bedeuten diese Verse so viel. Because I got born again at the age of 9. Ich kam zu Jesus und bin wiedergeboren, als ich 9 war. And after I got born again, I was immersed in water. I was baptized. Und danach habe ich mich taufen lassen, und zwar ganz unter Wasser. At the age of 9. Als ich 9 Jahre alt war. But when I became a teenager, und als ich dann Teenager wurde, I started having questions. Habe ich angefangen, Fragen zu haben. And I was asking myself, is this really true? Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich wahr? And when I went into the Word of God, und als ich dann in das Wort Gottes ging, I was so excited to see what God's word says. War ich so gespannt darauf zu sehen, was Gottes Wort sagt. That immediately man failed, God had a plan. Dass sogar sofort nachdem der Mensch gesündigt hat, Gott einen Plan hatte. He wanted to reconcile man back to him. Er wollte den Menschen wieder mit sich versöhnen. And it's very interesting. Und es ist sehr interessant. That in this verse that we've just read in Genesis 3:15. Dass wir gerade in Kapitel 3 Vers 15 gelesen it haben. It was written up it was written approximately 1500 years before Christ was born. Das war ungefähr 1500 Jahre aufgeschrieben, bevor Jesus geboren wurde. Can you believe that? Kannst du das glauben? Approximately 1500 years before Jesus came,
God had already spoke of his salvation plan. Bevor 1500 Jahre bevor Jesus geboren wurde, hat der Herr schon darüber geschrieben. And the Bible even says that his salvation plan was going to be supernatural. Und die Bibel sagt, dass diese Errettung, dieser Errettungsplan übernatürlich sein wird. It's going to be something that cannot be faked. Es ist etwas, was gar nicht verstanden werden kann. We are living in a world where now there's a lot of fake things and different governments are fighting against fake things. Es kann nicht gefaked werden und wir leben in einer Welt, wo sehr vieles nicht richtig ist. But the birth of Jesus, it cannot be faked. Aber die Geburt Jesu wurde nicht gefaked. It is something supernatural. Es ist etwas Übernatürliches. In Isaiah 7:14 it says this. In Jesaja 17 sagt die Bibel: Therefore the Lord himself will give you a sign, the virgin will conceive and give a birth to a son and will call him Emmanuel. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. You'll call him Immanuel. Du wirst ihn Immanuel nennen. Meaning God with us. Und dieser Name bedeutet, Gott ist mit uns. This usually blesses me. Das segnet mich so sehr. Just to know that God is with us. Einfach zu wissen, dass Gott mit uns ist. And I want to remind each and every one of us. Und ich möchte jeden von uns daran erinnern. Wherever you find yourself this afternoon. Wo auch immer du dich gerade befindest. I want you to know that you are not alone. Ich möchte dich wissen lassen, du bist nicht alleine. God is with you. Denn Gott ist mit dir. Every time I remember this. Jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere. I'm charged and encouraged to move forward. Bin ich aufgeladen und bin ermutigt weiterzumachen. Knowing that I am not alone. Denn ich weiß, ich bin nicht alleine. God is with us. Gott ist mit uns. The virgin will conceive. Die Jungfrau wird empfangen. And give a birth to a son. Und wird ein Kind gebären. And you will call him Emmanuel. Und du wirst ihn Immanuel nennen. What I've just read in the book of Isaiah 7. Was ich gerade in Jesaja 7 gelesen habe. This was written about 700 years before Jesus was born. Das wurde ungefähr 700 Jahre bevor Jesus geboren wurde aufgeschrieben. And I said, this encouraged me because these are the things that God used to prove to me that this word is true. Und das sind die Dinge, womit Gott mir gezeigt hat, dass das, was er sagt, wahr ist. Another verse, Isaiah 53 verse 10. Und noch ein Vers steht in Jesaja 53, Vers 10. It says, yet it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen, wenn seine Seele den Schuldopfer gestellt haben, und wird so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. It's so interesting to read that God had a unique gift. Und es ist so interessant zu sehen, dass Gott ein einzigartiges Geschenk hat. And this verse says it pleased him to give his unique gift. Und es zeigt hier auch, dass es ihm gefallen hat, dieses einzigartige Geschenk zu geben. As a sin offering. Als ein Sündopfer. That your sins may be forgiven. Damit unsere Sünden vergeben werden. That immediately you confess your sin. Und wenn du deine Sünden bekennst, you are going to be forgiven. Dann wird dir vergeben. God is not blaming you for anything. Gott rechnet dir diese Schuld nicht mehr an. But is willing to forgive you of everything. Sondern er ist einfach bereit, dir zu vergeben. That's why he gave his unique gift as a sin offering. Jesus came as a sin offering. Deswegen hat er Jesus als ein Schuldopfer hingegeben. And the good news, the sin offering qualified every human being to be blessed. Und die gute Nachricht ist, dieses Schuldopfer hat jedem Menschen die das Recht gegeben, gesegnet zu sein. Can I hear amen? You're so quiet. Ihr seid so leise. Can I hear amen? Kann ich ein Amen hören? Yes, you are qualified to be blessed. Du wurdest qualifiziert, gesegnet zu sein. Genesis 12:3. 1. Mose 12, Vers 3. This is still part of the prophecies that God was prophesying about Jesus. Das gehört auch noch zu den Prophezeiungen über Jesus. He says, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Genesis 12,
free. Und ich will dich segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. All and all peoples on earth will be blessed through you. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. You know, God loves nations. Gott liebt die Nationen. And that's why as a church we love nations. Deswegen lieben wir als Gemeinde auch that's alle Nationen. Why we have different flags of different nationalities. Our members come from different nationalities. Deswegen sind unsere Mitglieder auch Vertreter von verschiedenen Nationalitäten. Because God loves nations. Denn Gott liebt auch die verschiedenen Nationen. Amen. Amen. So all these promises, und all diese Verheißungen, God was speaking about them, Gott hat schon darüber gesprochen. And he was talking about mankind will be redeemed. Und er sagte auch, die Menschen werden erlöst werden. People from every tribe and tongue on all the face of the earth. Und die Menschen von allen Ländern und von allen Sprachen auf der ganzen Welt. Through one man, Jesus. Durch einen Menschen, und zwar Jesus. And the Bible says the blessing of salvation is for anybody, whoever believes. Anybody who believes. Und die Bibel sagt, die Errettung ist für jeden, der glaubt. I say, thank God, I'm a believer. Und ich sage, Dank sei Gott, dass ich glauben darf. Do you have believers in the house? Bist du ein Gläubiger hier? Let's shout, thank God, I'm a believer. Lass uns sagen, Dank sei Gott, dass wir glauben dürfen. The visitors that are here, we want to remind you, we are a shouting church. Und die Gäste hier, a joyful shouting church. Wir möchten euch daran erinnern, wir sind eine Gemeinde, die sehr viel jubelt. Ja, Elke ist so, ja? Du kennst es so. Wir sind eine jubelnde Gemeinde. We are a rejoicing church. Dank sei Gott. Thanks be to God. Ich bin eine Glaube, ich glaube an Gott. I am a believer. Ask your neighbor, do you believe in Jesus? Frag deinen Nachbarn, glaubst du an Jesus? Have you believed? Hast du geglaubt? Have you accepted God's unique gift? Hast du Gottes einzigartiges Geschenk angenommen? Romans 10:9 says this. Römer 10 Vers 9 sagt. I'm actually running. I'm running on my nose. Romans 10, 9 to 10. Römer 10, 9 bis 10. It says that if you confess with your mouth and the Lord Jesus, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised from the dead, you will be saved. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. If you confess with your mouth, wenn du mit deinem Munde bekennst, confession is very important. Dieses Bekenntnis ist sehr wichtig. The Bible says, when you confess with your mouth, you will be saved. Die Bibel sagt, wenn du bekennst mit deinem Mund, dann wirst du gerettet. When you confess Jesus as Lord, wenn du Jesus als deinen Herrn bekennst, and then you become a Christian, dann wirst du ein Christ. Being a Christian is not something that happens because you are born in a Christian family. Ein Christ zu sein heißt nicht, dass du in eine christliche Familie geboren wurdest. You believe with your heart. Sondern du glaubst mit deinem That's Herzen. What verse 10 says. Und das steht in Vers 10. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. So if you believe with your heart, also wenn du mit deinem Herzen glaubst, and confess with your mouth, und mit deinem Mund bekennst, then righteousness, you become the righteousness of God. Dann wirst du zur Gerechtigkeit Gottes. And you are saved. Und du bist gerettet. Amen. Amen. And then the Bible also says this. Die Bibel sagt auch, but that every person who has done that, jede Person, die das getan hat, you are given a right. Du hast ein Anrecht bekommen. A right for what? Ein Recht für was? John 1:12. Johannes 1 Vers 12. That's my last verse for today. Das ist mein letzter Vers für heute. Can somebody say amen? Kann jemand Amen sagen? I forgive you. Ich vergebe euch. John 1:12, I'm reading it from the Amplified Version. Johannes 1, Vers 12. The version in front of us, it says, yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave them the right to become the children of God. Und so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denn denen, die an seinen Namen glauben. You believe in the name of Jesus. Du glaubst an den Namen Jesus. You are given a right.
Und dann hast du dieses Recht bekommen. To become a child of God. Ein Kind Gottes zu sein. Everywhere in the world you hear people say I'm a child of God. Auf der ganzen Welt hören wir, wie Menschen sagen, ich bin ein Kind Gottes. But they've not received Jesus. Aber they've not accepted him. Auch sie haben noch nicht Jesus angenommen. They've not confessed him. Sie haben ihn noch nicht bekannt. From the amplified version of the Bible. Von der erweiterten Übersetzung der Bibel. It says but to as many as did receive and welcome him. Aber auch so viele, die ihn empfangen haben. He gave them the right, hat er ihnen das Anrecht gegeben, the authority, die Autorität gegeben, the privilege, das Privileg gegeben, to become children of God, um Kinder Gottes zu sein. That is, und das ist to those who believe, für diejenigen, die glauben, in him, an ihn, adhere to, trust in, und die an ihn vertrauen, and rely on his name, und die an seinen Namen sich sich verlassen. Amen. Amen. So that's what we need to be reminded of today. Daran sollten wir uns heute erinnern. This past Friday, am letzten Freitag, I sat here with Samira. Saß ich hier vorne mit Samira. Samira is turning 5 years very soon. Samira wird bald 5 Jahre alt. And Samira asked me. Und Samira hat mich gefragt. Pastor Maxwell. Pastor Maxwell. Samira called me Pastor Maxwell. Sie nennt mich immer Pastor Maxwell. And he asked, Pastor Maxwell. Und sie sagte, Pastor Maxwell. Who is your best friend? Wer ist dein bester Freund? And I looked at Samira and I said, my best friend is Jesus. Und ich schaute sie an und sagte, mein bester Freund ist Jesus. And Samira asked me, this is a 5-year-old child. This is actually she's 4. She's not turned 5 yet. Sie ist 4 Jahre alt und sie fragte. I think she's turning 5 this year. Ich glaube, sie wird dieses Jahr noch 5. On Friday. Am Freitag. And she asked me, are you sure? Und sie sagte, bist du dir sicher? And I said, yes. Und ich sagte, ja. I'm sure. Ich bin mir sicher. Jesus is my best ist friend. Mein bester Freund. And for my teenage years. Und von meinen Teenage-Jahren. Jesus has been my best friend. War Jesus mein bester Freund. And God gave me an anthem song that I've been singing from my teenage years. Und Gott hat mir ein Lied gegeben, das ich seitdem gesungen habe. I got married and we've been singing this song with my wife. Und ich habe geheiratet und das habe ich mit meiner Frau zusammen gesungen. God gave us wonderful children and we started singing with them. Und Gott hat uns wunderbare Kinder gegeben und wir haben angefangen mit ihnen zu singen. And before we go to the next session, we just want to sing together. With my family. Bevor wir weitermachen, möchte ich mit meiner Familie singen. Yes, but